Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Kunst Du? Denn das ist hier die Frage, die Cosmo die morgen an seine Gäste richtet. Was soll ich sagen? Harte Fragen. Der Mann kennt kein Pardon. Freuen Sie sich auf Cosmo Dumont. Vielen Dank, danke Silvia Sanders. Tja, Kinders, wie die Zeit vergeht. Es ist fast schon Weihnachten. Also sitze ich hier mit Sonnenbrille. Nicht, weil mir jemand ein blaues Auge gehauen hat, sondern weil es sommerlich zugehen wird hier. Ja, denn das Jahr geht zu Ende. Die Welt des Sports schaute in diesem Jahr zur Olympiade nach Brasilien. Wohin kann sich da der Blick von Was Kunst Du richten? Richtig, wir haben drei Künstler aus Brasilien eingeladen. Gabriele dos Santos und Alessandra Santana ist auch bei uns. Darüber hinaus die Frau mit dem typisch brasilianischen Namen, der an den kleinen Bruder von Klein Erna erinnert, Jo Hein, ist bei uns. Und so beginnen wir mit dem olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, mögen die Spiele beginnen, bon Gio. Gia? Bon Gia. Bon Gia. Bon Gia. Ja. Ich lerne heute Brasilianisch. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid. Danke. Wir müssen das erstmal ein bisschen erklären. Da ist jemand eingesprungen, Alessandra Santana, was für ein Name. Ne? Also diese ganzen brasilianischen Namen sind toll. Du bist eingesprungen. Ganz spontan. Ja. Am Drehtag, eine Stunde vor Drehbeginn, hat uns jemand abgesagt wegen Krankheit. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ich hatte eine brasilianische Sendung vorbereitet, deswegen natürlich die Sonnenbrille. Weil in Brasilien ist jetzt im Dezember Sommer. Ja? Außerdem möchte ich natürlich im deutschen Fernsehen nicht erkannt werden. Also, ihr Lieben, ihr sitzt hier mit mir im Dezember in Deutschland. Ihr kommt alle drei tatsächlich wirklich aus Brasilien. Ne? Ja. Ihr seid da geboren. Ja. Jetzt frage ich mich, Sehnsuchtstraum aller Deutschen, Brasilien, Ipanema Beach, Zuckerhut, Sonne, Strand und Meer. Da geht man doch nicht nach Deutschland und setzt sich beim Cosmo im Winter in die Sendung. Alessandra, du bist 30 Jahre hier. 30 Jahre in Deutschland. Du 20, ne? 25. 25? Ja. Und du 5? Schon 6. Jetzt, im 6. Jahr? Ja, genau jetzt. Genau jetzt, mhm. Im Dezember. Du bist 15. Dezember, genau 6 Jahre. Na, guck an. Ja. Und am 11. hattest du Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Na, ihr habt natürlich auch Geburtstag gehabt, irgendwann mal. Aber die Frage, die mich wirklich bewegt, wie kann das sein, dass man aus dem schönen Brasilien, wo die Sonne so schön scheint, nach Hamburg geht? Und jetzt frage ich erstmal unseren Special Guest. Gute Frage. Die Liebe. Ach, die Liebe hat dich hergeführt. Ja, die Liebe die zu Familie. Zu deinem deutschen Mann? Mann, Familie. Aha. Den hast du wo kennengelernt? In Deutschland. Das kann ja nicht sein, dass sich Liebe nach Deutschland geführt hat. Dann warst du ja schon in Deutschland. Ja, ich war schon in Deutschland. Aber ja, ich wollte Deutschland kennenlernen und den Sprache kennen. Ach so. Und lernen. Und ja, dann bin ich immer länger geblieben. Du hast ihn kennengelernt und ja. Dann hast du gesagt, dann bleibe ich bei dir. Jetzt bleibe ich hier. Und dann jetzt hätte er natürlich auch sagen können, ich gehe mit dir in die Sonne. Ja, schwierig mit Kindern und dann ja, wird immer länger. Die waren ja erst nicht da, die Kinder kamen später, oder? Die kamen später, aber es wurde immer länger. Okay. Und ich habe sehr, sehr gerne in Deutschland gelebt. Okay, also du bereust das nicht. Nein. Fährst du ab und zu nach Brasilien? Sehr oft. Die letzten 3 Jahre sehr oft. Also du hältst den Kontakt in die Heimat? Ja, ja. Okay. Von wo genau in Brasilien kommst du? São Paulo. São Paulo. Kleine Stadt. Kleine Stadt, ja. Sehr klein, sehr überschaubar. Da braucht man auch kein Navi, ne? Da kommt man so ganz klar. Ne? Ist auch nicht gefährlich. Ist eine sichere Stadt gegen Hamburg so. In Hamburg jetzt ja im Zeitalter des Terrors, kann man sagen, ist es eigentlich vergleichsweise in Brasilien, in São Paulo, ganz sicher, oder? Ich würde sagen, heutzutage muss man überall sehr aufpassen. Sogar in São Paulo? Sogar in São Paulo. Jo Hein, das ist kein Scherz.
Nee. Die Frau heißt wirklich so? Ich heiße wirklich so. Da muss man natürlich erklären, also du bist keine geborene Hein. Nein. Sondern du hast auch die Jo Liebe. Silva. Das Silva. Das Silva. Jo Silva Hein kann auch sein. Ja. Wahnsinn. Künstlername Jo Hein. Ja, super. Ich sag ja, kleine Bruder von Klein Erna. Ne? Oder großer Bruder von Klein Erna. Ist ein, im Prinzip ein Hamburger Name. Jo Hein ist ja, echt ne? Hamburgisch. Ehrlich ja, gibt es auch, glaube ich, einen Schauspieler, den so heißt. Tatsächlich? Ja. Guck mal, du kennst dich besser aus als ich. Ja. Aber du bist auch mehr in Deutschland, bist ja viel bisschen, unterwegs ja. Und so, in Brasilien genau. Zum Beispiel. Aber es ist lustig. Also uns oder mich oder wie auch immer treibt es dann so in die brasilianische Richtung, nicht? Also ein bisschen Südamerika und gerne auch Karibik oder so, weil wir natürlich sagen, das tolle Wetter. Ja. Ihr jetzt kommt alle drei nach Deutschland und bleibt da. Ist doch nicht normal, was ist los? Jo, ja, woran die, man sagt immer, die unterschiedliche Seite sich ziehen sich an. Ne? Ja, kann sein. Man und ich will glaube, immer das haben, war, was man nicht haben kann. Genau, die Differenz von der Stadt, von den Menschen, von der Kultur hat mich hier gezogen und ich habe mich so wohl gefühlt. Und ich weiß, du warst ja schon mal bei uns im Radio, glaube ich, in einer Sendung. Ich bin nicht mehr ganz sicher, es war, glaube ich, Was Kunst du? Kann das sein? Nee, nicht Was Kunst du? Nee. Wahre Wünsche. Das war Wahre Wünsche. Wahre genau. Wünsche, genau. Was Kunst du sind wir hier gerade, nicht? Also, ja. Naja, du hast da erzählt, dass dich auch die Liebe nach Deutschland geführt hat. Das heißt, du kennst deinen Mann eigentlich aus Brasilien. Genau. Ne, da war es also umgekehrt. Der Mann war in Brasilien, da haben die beiden sich dann... Aber eure Familien kannten sich schon ganz lange, nicht? Also im Prinzip war das schon ein ganz intensiver Kontakt. War schon familiär, genau. Und was ich so toll fand, dann bist du nach Deutschland gegangen, dann seid ihr immer zusammengekommen. Also ihr wart noch gar nicht zusammen, aber dann seid ihr zusammengekommen. Ja. Und dann ist dein Mann zurück nach, also nach Brasilien geflogen, hat da eure Familien besucht und deiner Familie eigentlich gesagt, ja, ich bin jetzt mit der Jo zusammen. Genau. So ist das quasi. Heiraten. Du warst gar nicht dabei. Du musstest nämlich in Deutschland arbeiten. Nein, ich wusste nicht. Ja, lustig. Der hatte Frau Dorte angerufen. Wir müssen heiraten. Siehste? Ja, und das Küken, was also den Aufenthalt in Deutschland angeht, 5 Jahre in Deutschland, 6 Jahre, im 6. Jahr jetzt, hast du gesagt. Das heißt, wo kommst du her? Ich komme aus Rio de Janeiro. Rio und Joe habe ich vergessen zu fragen. Bahia. Bahia? Ja. Sauber und Rio Bahia. Ist natürlich Zuckerhut und so, ne? Das ist natürlich... Direkt aus Niterói, ne? Das ist eine kleine Stadt, die gehört die Stadt Rio de Janeiro. Aha, Rio ist okay. Genau wie Hamburg, ne? Ja. Stadt Hamburg und ne? Hauptstadt, ja genau, ja. Hamburg auch. Ja, ja, ja. Und da haben wir Niterói. Okay. Ja, das ist durch die Brücke, wo die schöne Niemeyer-Museum ist, ne? Den MAC. Okay. So, nun muss man ja sagen, ihr beide seid echte Künstler im Sinne der bildenden Kunst, also das, was wir normalerweise bei Was Kunst du zeigen. Alessandra ist ja eingesprungen und was du machst, ist auch durchaus Kunst. Aber du machst eine andere Kunst, als wir das jetzt hier erwartet haben. Ja. Was machst du? Ich bin Modedesignerin. Aha. Das passt eigentlich auch. Ja. Ich ne? Hätten wir jetzt eine Sängerin, dann hätten wir gesagt, du singst uns heute ein Liedchen. Aber nun bist du so kurzfristig eingesprungen, dass wir leider von dir nichts an Mode jetzt hier haben. Es wäre natürlich ganz toll, wir hätten ein paar Mannequins hier, die würden dann möglicherweise hier etwas vorführen. Das funktioniert so nicht. Aber hast du eine Webseite, wo man deine Kunst sehen kann? Oder jetzt, deine Mode? Ab 2017 habe ich eine Webseite und es ist in Arbeit. Wie wird die heißen? Weißt du das schon? Santanas Mode. Santanasmode.de oder .com? .com. .com. Also kommerziell. Also Business. Du machst das beruflich. Du verdienst damit dein Geld. Ja. Was ist das für Mode, die du machst? Ich mache Kleider für Damen und Kinder, für Mädchen, so mit viel Farbe, Tropikalstil. So mit Aha, viele also Farben. Das muss man sich auch vorstellen. Ja. Ne? Also Brasilien, da denkt man ja, das ist bunt, das ist knallig. Also zum Beispiel so, wie wir hier auch Bilder sehen teilweise.
Ihr seid nun komischerweise in Schwarz-Weiß mehr oder weniger oder Rosé da drüben gekleidet. Joe sieht aus wie eine Schneeflocke und der einzig Bunte ist der Nicht-Brasilianer, dann ist also der Quotendeutsche. Das bin ich. Wir haben ja auch noch einen bunten Adventskranz sozusagen hier auf dem Tisch, damit ein bisschen Farbe reinkommt. Aber deine Mode scheint so zu sein, wie wir uns das vorstellen. Sehr bunt. Karneval. Viel Farbe, sehr bunt. Und auch Partner, also dass die Mutter und Tochter im gleichen Stil. Also du machst nur Damen, also kleine Mädchen und die Mutter halt dann im gleichen Frauen, Stil, ja. Aber keine Jungs. Nein, noch nicht. Und auch keine Herren. Noch nicht. Also für mich gibt es da nichts abzustauben. Ich würde deine Kleidung in der Sendung tragen. Ja? Überleg dir das. Ich denk drüber nach. Ich bin der Typ für bunte Kleidung, ich sag's dir. Ja? Okay. Joe Hein, du malst. Ja. Du bist aber eigentlich, das muss man ganz ehrlich sagen, ein Multitalent. Du bist nach Deutschland gegangen, du hast irre viele Sachen gemacht. Ja, Model. Du hast mir das alles schon mal erzählt. Aber ehrlich gesagt, ich bin vergesslich, ich kann mir das nicht so viel merken. Und von da ist ja auch schon spät heute Abend, nicht? Das Jahr ist auch schon weit fortgeschritten. Ich musste in diesem Jahr schon sehr viel mir merken. Deswegen muss ich einfach bitten, erzähl doch mal. Wie war alles das? Du kamst nach Deutschland, was passierte dann? Ja, ich kam nach Deutschland und eigentlich wollte ich mein Studium Psychologie studieren und habe ich bei der Hamburger Universität mich angemeldet und wurde ich verneint. Die wollten dich nicht haben? Nein, also irgendwie wegen die Anmeldungsformular war irgendwie falsch. Ach so, ja. Okay. Und dann habe ich mich wieder für die Wintersemester angemeldet. Und parallel habe ich durch in der Welt ein bisschen gearbeitet und dort hat Leute mich angefordert zu tanzen. Und ja, wurde gefilmt und bei dieser Werbung, das immer bei NDR gezeigt wurde, hatte ein Produzent mich gesehen und mich eingeladen für eine, also als Model für einen Tee aus Brasilien. Aha, also ja. Du wurdest und entdeckt auf der Messe, du und deine Welt, dann tanzen, wo du quasi die Brasilianer vertreten hast. Und dann wurdest du als Model entdeckt und hast angefangen zu modeln. Ja, habe ich 2 Jahre für den Marke Tee Gold. Also für Tee. Tee, genau. Okay. Ja. Wie ging es dann weiter? 2 Jahre sind schnell rum. Ja, und dann ging weiter. Dann habe ich auch viel mit der Tanzchoreografie was zu tun gehabt. Also Tanz, da denkt man ja, Brasilien, Tanz, was kann das sein? Samba. Ja, Samba und folklorische Tanzen. Ich war mehr mit folklorischen Tanzen alle unterwegs. Alle Mädchen in Brasilien tanzen Samba. Ist das richtig? Ihr auch? Ja, können wir auch. Die lachen von ganzem Herzen. Offenbar ist das dein Tanz, da stehst du dahinter. Bei dir wissen wir es jetzt, aber wie ist es bei dir? Ja, Samba nicht so gut. Nicht aber, so gut, ja, aber schon. Ich tanze schon, ja. Ich habe mit Ballett angefangen, als ich 3 Jahre alt war. Okay. Und 8 Jahre durchgelernt. Also, hier, ne? Ja, sonst tanze ich nicht. Also. Disco vielleicht, ach, aber auch. Kein Samba. Ja, das schon. Aber das ist jetzt nicht so, also wirklich, also da brennt dein Herz nicht so sehr dafür. Es brennt mehr für deine Kunst. Ja, also der Herz schon, aber die Füße nicht. Ach so. Das ist muss man schon begabt das sein. Das ist wirklich ähnlich. Ehrlich, das ist toll. Ja. Dein Herz brennt mehr für deine Kunst. Die Fotografie, können wir sagen, nicht? Deine Fotos hängen hier, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Wir sind ja noch bei der Joe, die ein bisschen was erzählt über ihre Karriere in Deutschland, die ja dann irgendwie weiterging. Also wir haben gesagt, du modelst, dann hast eine Tanzschule, glaube ich, aufgemacht oder hast Unterricht zumindest gegeben. Genau, ich habe eine Gruppe für meine Agentur und da habe ich auch die Choreografie selbst gebaut, also die Geschichte, ein bisschen Theater und habe hier ein bisschen von alles für einen Auftreten, so ein Event, ne? Okay. Ich habe so Konzepte für Events gemacht. Ja. Und das ist auch bis heute, mache ich auch parallel zur Malerei. Okay. Weniger, aber immer noch.
Das heißt, es war aber schon immer sehr so in eine künstlerische Richtung eigentlich. Ja, auch, genau. Ne? Also ja. Events zu kreieren, Tänze, ja. Choreografie, Musik, das ist ja alles so in diese Richtung der Kunst eigentlich. Ja, und damals habe ich auch die Wände von der Stände oder von der Bühne selbst gemalt. Bühnenbildnerei? Genau. Ob das war, aber ich habe das gemacht. Okay, und dann bist du beim Film, glaube ich, auch gewesen, also ein bisschen hinter der Bühne hast du Sachen gemacht. Fotografie gehört auch bei dir mit rein, ja? Nö, Fotografie schon nicht. Nein, hattest du nur so ein bisschen was mit Kameraerfahrung, also hinter der Kamera? Nee, hinter der Kamera nicht. Dann habe ich das vielleicht mit dir verwechselt. Ja, kann sein. Ist möglich, man nichts. Weiß es nicht. Ja. Ich war in der Filmschule in Brasilien. Ah, da okay. Ich studiert, ja. Also dein Lebenslauf, du interessiertest dich schon als junges Mädchen für Film, Fotografie, alles zusammen. Ne? Solche Dinge. Aber ja, war mehr Film damals. Ich glaube, du bist über das Kino so ein bisschen in diese Richtung gekommen. Nicht? Kann das sein? Hast du dich für Kinofilme und so begeistert? Ich habe Videoclips in Brasilien, ne? Als Produzent gearbeitet. Ich habe einen Short-Dokumentarfilm gemacht. Ich war die Regie und das war also aus Brasilien geschickt, vor University Festivals und so weiter. Okay, also schon diese Richtung so filmisch, aber Drehbuch. Film ist ja im Prinzip auch Kamera, nicht so ein bisschen, kann man sagen. Diese Technik mit Kamera damals habe ich nicht die Möglichkeit zu lernen, ne? War also sehr arm, also in diesem Fall in der Universität war sehr arm. Wir haben mehr theoretisch gelernt, ne? Über Film, Drehbuch, Regie, Technik, aber nicht Hands-on sozusagen. Okay. Genau. Und also du hast richtig die Universität besucht, also eine ganz qualifizierte Sache gemacht. Ja. Und dann bist du irgendwie nach Deutschland. Genau. Ich wollte weiter lernen, genau mit der Technik, das in Brasilien fehlt. Ne? Ah, also da war so ein bisschen jetzt, der Grund war dann quasi die Ausbildung, wo du gesagt hast, ich habe jetzt alles gelernt, was man in Brasilien lernen kann. Ja. Und wenn das weitergehen soll, wenn ich mich weiter qualifizieren möchte, dann muss ich jetzt nach Deutschland, weil da haben die Leute Ahnung, da wissen die Bescheid und dann komme ich da hin, gehe zu Tide oder so, mache da eine Ausbildung und dann geht's vorwärts mit der Karriere. Ne? Ja, damals habe ich keine Ausbildung gesucht, weil Ausbildung hatte ich schon viel gemacht. Ne? Mhm. Und ich suche keine Ausbildung, sonst mich weiterzumachen. Ne? Ja, also Weiterbildung, also vielleicht kann ich es jetzt richtig verstehen im Sinne von Learning by Doing, also Doing on the Job. Also du hast dann quasi deine Berufserfahrung in Deutschland sammeln wollen. Genau. Okay. Das hat funktioniert, also du bist dann angekommen, du bist 6 Jahre da, hätte es nicht funktioniert, wärst du ja schon nach 6 Monaten nach Hause gegangen oder so, nicht? Ja. Also was passierte? Du kamst nach Hamburg. Ja, ich komme nach Hamburg, ich hatte eine Freundin hier, komme zu besuchen und das war toll, ich mag die Stadt, ich suche die Universität schon oder Möglichkeit für Studiums, gehe zurück nach Brasilien. Mach weiter mit meiner Hochschule für Kunst da und da habe ich Skulpturen gelernt. Ja? Okay, also so wie sagt man, Bildhauerei. Genau. Okay. Und dann habe ich mich entschieden, oh nee, lass das, geh da, lern, was richtig ist und ja, das ist auch besser für die Market sowieso. Ne? Ich arbeite gerne mit Kreativität. Aber auch gerne, ich muss was produzieren, was Größeres, was das man anfassen kann. Ja. Ich kann nicht nur ein Bild machen und gucken und zufrieden sein. Ich muss schon mit anderen Leuten, mit Projekten machen. Okay. Und jetzt aktuell, du sitzt ja eigentlich als Fotografin jetzt hier, kann man das so sagen, ja? Ja. Also Fotokunst, so wie man es hier hinter uns sieht, war vor einem halben Jahr ungefähr, im Juni, glaube ich, zu sehen im Levante-Haus. Ist das richtig? Ja. Und da hast du ausgestellt, zusammen mit Joe. Genau. Da hat dann unsere Silvi dich wieder entdeckt, das ist unser Talent-Scout, die ist ja immer unterwegs in der guten Sache, Künstler zu entdecken und dann
zu motivieren, aufzubauen und so weiter und ein bisschen zu vermarkten. Das ist natürlich auch Dide interessant. Das ist eine schöne Werbung für euch hier heute Abend. Und insoweit präsentieren wir euch natürlich auch ganz gerne und zeigen, was ihr hier macht. So, ihr beide habt zusammen ausgestellt. Ja. Kanntet ihr euch vorher schon aus Brasilien? Nein, hier in Hamburg haben wir uns kennengelernt. Ihr habt euch hier kennengelernt? Ja, genau. Okay, gut. Und du hast dann natürlich nicht ausgestellt, weil du machst ja Modeschauen, ne? Ja. So in der Art. Wie war dein Karriereweg? So ein bisschen ähnlich wie bei Jo. So, wir kennen schon seit 25 Jahren, denke ich. Dann habt ihr euch aber in Deutschland kennengelernt. Genau. Ja, in Stuttgart. Ja. In Stuttgart? Ja. So weit weg, nicht in Hamburg? Ich habe früher in Süddeutschland gelebt. Okay. Und irgendwann dann nach Hamburg. Warst du von Anfang an, als du nach Deutschland kamst, in Hamburg? In Hamburg, genau. Ja? Ja. Aber na gut, nun seid ihr auch schon sehr lange da, aber im Prinzip sprecht ihr ja alle drei recht gut Deutsch. Oh, danke schön. Also jetzt danke. Auch Gabrielle besonders, also da muss man sagen, du sprichst ja noch nicht so lange, also du lebst noch nicht so lange in Deutschland, aber man kann ja mit dir jetzt hier im Fernsehen ganz problemlos sich unterhalten, ohne jedes Problem. Dankeschön. Du verstehst alles und wir verstehen dich auch. Wie war das? Habt ihr in Brasilien Deutsch gelernt? Oder erst als ihr in Deutschland ankamt? Ich habe hier gelernt. Hier. Du hast es hier gelernt. Ja, ich habe die Schwäbisch. Erste. Schwäbisch? Schwäbisch. Ich habe die Basic. Wie kamst du nach Stuttgart, Liebe? Ja. Zuerst war ich mit einer Theatergruppe aus Brasilien. Mhm. Da war ich sehr jung. Was habt ihr da gemacht? Karneval, Tanz, Samba? Ganz normal Theater. Also das war ein Theater der Welt in Stuttgart. Und da waren wir mit unserer Theatergruppe. Okay. Theater der Welt. 87. 87. Guck an, da warst du noch nicht geboren. Ah, jetzt habe ich mich verraten. Ja, ja, du warst dann, noch sehr, 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 sehr jung. Ja, und dann, es war ein Kindertheater. Danke. Ja, und dann war ich wieder in Brasilien, dann wieder hier in Deutschland, da wollte ich Deutsch lernen und so. Und irgendwann auch mit Tanzshow, auch mit ich hatte auch eine Agentur in Stuttgart und so haben wir uns kennengelernt. Bei irgendwie Brasil. Ja. Also das macht man dann wohl so, wenn man als Brasilianerin nach Deutschland kommt, man tanzt natürlich Samba, ist klar, das liegt einem im Blut. Genau. Man kommt nach Deutschland, man macht natürlich Tanzshows, ist auch klar, weil man kann eben Samba tanzen. Dann gründet man eine Agentur. Auch. Das ist die Erwartung. Ne? Nee, das ist gar nicht meine Erwartung. Aber das ist die Wahrheit. Ne? Ja. Außer bei dir. Bei dir, du kannst ja die Füße nicht. Das ist ja so wie bei mir. Nicht Samba. Wir sind, fußmäßig sind wir sehr ähnlich. Ich kann das auch nicht. Vielleicht können wir Unterricht haben. Ne? Also, ja, wir können ein bisschen üben. Ne? Ja, wir haben auch in dieser Bereich schon lange angefangen, auch früher. Und das war genau, wo wir uns kennengelernt haben. Weil ich habe 2 Jahre in São Paulo gewohnt und sie kommt aus São Paulo. Und sie sagte, und du, woher kommst du? Ja, aus Bahia, aber ich habe in São Paulo gewohnt. Und da habe ich erzählt, dass ich bei Theater, Macunaíma Theater, da in der Theaterstücke Oscar do Século, wie sagt man das, übersetze. Und sie sagte, ich war auch 1 Jahr in dieses Theater. Und das war eine große Überraschung, weil sie kannte die gleichen Schauspieler und die gleichen Produzenten. Und das war toll, gut. Das verbindet. Ja, und das hat wir als Schauspieler da kurz, ich habe 1 Jahr dort als Schauspieler gearbeitet. Ihr habt ja beide noch sehr enge Kontakte nach Brasilien. Gabriele, wie ist es bei dir? Ich auch. Ich fliege einmal im Jahr da und da mache ich auch oft Projekte mit Fotografie. Mhm. Ne? Mhm. Zum Beispiel dieses Jahr, am Anfang des Jahres, war ich da und eine Telenovela hat meine Bilder für ein Buch gemacht. Oh ja. Weil das war ein Charakter in Telenovela und der war Fotograf. Ah ja, okay. Der in Europa vor 5 Jahren gelebt hat
Oh, aber die haben keine Bilder, keine richtigen Fotografen. Und dann haben meine Bilder gesehen, meine Website im Internet. Ne? Das ist der todieforphoto.com. Genau, also to die for photo. Also ja, wir blenden das ein im Fernsehen, sodass Leute das sehen. Denn das, da muss man nicht erstmal drüber nachdenken. Also ja, wirklich diese zwei, die, also sterben. Nummer und ne? Also quasi ja, zu übersetzen, also sterben für Fotos. Ja, ja, das ist auch ein Saying also, ja, auf Englisch. Ne? Ist schon interessant, ne? Muss man also, ja, danke schön. Also mit anderen Worten, deine Fotos sollte man auch sehen, bevor man stirbt. Nicht wirklich. Das ja doch, gut. Ich meine, deswegen haben wir die aufgehängt. Hör mal. Nicht, dass ich morgen tot umfallen will. Sehr aber schön, dass du stirbst oder so, ne? Aber so pretentious bin ich nicht. Nein, nein, hast du das richtig verstanden? Ich meinte, bevor man stirbt, man muss sie sehen. Man sollte vielleicht deine Fotos sehen. Ja, betrachtet. Ja. Verstehst du? Hast du verstanden? Ja, ja, aber ja, daran habe ich nicht. Also nicht, man stirbt nicht daran. Sondern man sollte nicht sterben, ohne nicht deine Fotos gesehen ja zu haben. Ja. Also vorher muss man noch mal deine Fotos angucken. Dankeschön. Das so ist war sehr was nett. Das ist eigentlich das Schönste. Ja, so habe ich deine Webseite verstanden. Ich finde, ja, find, also als Titel für eine Webseite, das, ist super. Nicht die, das kann man sich merken. Mhm. Ja, das war nicht die Stimmt. Idee. So habe ich nicht gedacht. Weil das ist, wie gesagt, ein Saying auf Englisch. Ja, ne? Wenn was ja super gut ist, zum Beispiel ein Stück Kuchen, ja, wenn man sagt, oh, das ist to die for. Ja. Denn das ist wunderschön. Ja, das gibt es in das Deutschland ist, auch. Ja. Da würde ich für sterben, also für ein tolles Essen. Mhm. Oder vor tolles Foto ne? sterbe ich. Genau, ja, genau. Ja, ja. Nee, das ist absolut verstanden. Joe hat natürlich auch eine Webseite. Ja. Wie ich weiß. Joe Hein. JoeHein.info, ja. Punkt Info. Naja, guck mal, leuchtet auch wieder ein. Ne? ich will Info über Joe Hein. Naja, Joe Hein. Über mein Info. Kunst, also, ja, genau. Kann man sich merken, ne? Ja. Einfach, direkt. Ja, ja. Genau. Das ja, beruflich, du lebst von deiner Mode. Ja. Das funktioniert also gut. Die Leute kaufen das, die finden das super. Wie lange machst du jetzt Mode? Eigentlich habe ich immer ein bisschen gemacht, aber die letzten 3 Jahre richtig. Die letzten 3 Jahre richtig intensiv. Ja. Hast du das denn studiert oder wie muss ich mir das vorstellen, wie bist du dazu gekommen? Man muss ja Schnittmuster machen, man muss Entwürfe machen und so, das fällt einem ja nicht einfach in den Schoß, oder? Ich zeichne, ich gebe dann weiter. Also ich habe Schneiderin, die da ja richtig ja, du musst sehr ja auch das gut Material kennen, ja, genau, und so weiter. Das ist ja nicht so einfach, oder? Ich habe mir das selber beigebracht. Also autodidaktisch? Ja. Bei Joe, also wie war das jetzt? Philosophie studiert, ne? Psychologie. Psychologie. Ich Psychologie wollte. Ja, genau. Ja, irgendwas mit P. Ne, ich mein, bei den, ja, ja, ja. Bei den Traum bleibt noch dabei, ne? Ja, ja, ja. Also das hast du, Psychologie hast du studiert, so richtig. Ja, genau. Ich habe auch viele Psychologie studiert bei der, ich war Ausbildung bei Lehramt für Grundschule. Mhm. Und in meinem Studium, das ist Soziologie, Management in Brasilien, habe ich auch viel Psychologie studiert. Ach, das war in Brasilien? Ja, genau, das war in Brasilien. Ach, und so hier wollte ich gerne, das hat meine Lehrerin sehr empfohlen, dass hier die ja beste Universität für Psychologie war. Ja. Ah ja. Ja. Okay, also da ja scheint in Brasilien, Deutschland doch einen hohen Stellenwert ja zu haben. Für Psychologie. Haben wir gerade gehört, in deinem Bereich, genauso wie in deinem Bereich, ja, war die Motivation, ich gehe jetzt nach Deutschland, ja, um dann nochmal etwas mehr mich zu qualifizieren, als ja wie das in Brasilien möglich war zu der Zeit. Genau. Okay. So, und dann? Ja, der Weg ging ganz anderer. Und jetzt wird's spannend. Ja, und ich habe viele Sachen gemacht. Wie du gesagt hast, ne? Dass ich genau du viele hast Sachen gemacht hatte, aber alles im Kunstbereich, weil ich, ist das so, ich lebe mein Leben wie Kunst. Und okay. Kunst ist für mich die ganzen Tage. Das Malen ist für mich ein Muss, ich brauche das. Mhm. Ich brauche das. Ich malte, seitdem ich Kleinkind bin. Und das war so wie, wenn ich glücklich bin, muss ich malen. Mhm. Wenn ich traurig bin, bin ich muss ich malen und das ist für mich ein Lebenszustand, malen. Okay. Und deswegen war für mich nicht nötig zu studieren. Mein Bruder ist der Kunstprofessor, mhm, und er sagte immer, du musst ein bester
zur Uni oder du wirst noch viel besser sein. Und ich sage, nein, danke, im Moment nicht. Ich muss das mal von mir erstmal alles raus. Und trotzdem, das ist ja auch die große Frage, ob eine Uni eigentlich ein bisschen verdirbt, weil sie einen so hineinpresst in eine gewisse Geschichte. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber trotzdem bleibt immer die Neugier, ob ich doch mich nicht viel weiterentwickeln könnte. Also eigentlich, wenn man dein Leben so sich anhört, dann stellt man ja fest, es ist permanent weitergegangen. Ja. Es gab immer neue, du hast immer neue Dinge gemacht, du bist wahnsinnig Multikulti sozusagen, ne? Also sehr vielseitig unterwegs. Du machst irre viele Dinge. Es war ja noch nicht alles, es geht ja noch weiter. Ne? Du hast noch mehr gemacht, erzähl mal. Ja, ich mache ab und zu alles kleine Darsteller bei Filmen, bei Eike Agentur. Mhm. Und habe ich schon 2 Filme gedreht. Okay. Und mache ich auch eine Kunst, ich rolle aus Zigarren, ne? Das ist eine Tradition genau, in meiner Familie. Zigarren, ja. Ja, ja, ich komme aus der, ich bin in so einer Stadt geboren, wo viel Tabak gepflanzt ist und da habe ich auch früher schon immer mich davon interessiert über die Plantage und deswegen. Was ist das von all dem, was du so gemacht hast in deinem Leben? Was ist das, was du am liebsten machst? Malen. Da sind wir beim eigentlichen Thema. Also neben all dem, was du erzählt hast, was du machst, bist du ja jetzt, sagen wir mal, in der Hauptsache bei der Malerei gelandet. Ja. Und Bilder hast du mitgebracht. Hier sind wir wieder so ein bisschen, da würde ich sagen, deine Bilder sind eigentlich im Wesentlichen das, was man sich unter der Kunst von Alessandra vorstellt, nämlich bunt. Ja. Ja? Also typisch brasilianisch, ne? Stellt man sich ja bunt vor. Auf deinen Bildern ist schönes Wetter zu sehen. Hier bin ich nicht ganz sicher, ist das hinter dir ein Vulkanausbruch oder ist das ein Sonnenuntergang? Das ist das Olympische Feuer. Das Olympische Feuer, ja, also von beiden etwas. Das hat Bezug zur Olympiade in diesem Jahr. Richtig. Viele Leute wechseln auch mit der, denke, das ist Sonnenuntergang, ne? Ja. Das kann auch sein. Ist auch nicht schlecht. Ja, deswegen hat auch 2. Aber Olympisches Feuer ist natürlich jetzt ein bisschen sehr groß da geraten, ne? Denn ich sehe da die Häuser, ich sehe auch die Berge und wenn ich jetzt, das Olympische Feuer ist ja eigentlich ganz klein, das hat für dich eine ganz bedeutende Größe. Ist es so mächtig für dich? Ja, das ist dieser Gefühl von etwas stärker. Ja. Was ich da malen wollte, ist, dass die Stadt ist nicht so groß, man sieht nicht so groß, obwohl der ungeheuer groß ist. Ja. Aber eine Kraft, diese Kraft, die es in Rio gibt. Und diese Kraft, also ist es Rio, was du gemalt hast? Ja, kann Rio de Janeiro. Auch erkennen, ne? Ja. Oben hier Jesus da, ne? Die, ganz genau. Ja, klar. Also, wenn man so ein bisschen, wenn man da war oder so, hat man schon ungefähr eine Vorstellung und erkennt das wieder. Und dann diese gewaltige Bedeutung der Olympiade. Das ist ein Gefühl, genau. Das ist das Gefühl. Ist auch so gewesen in diesem Jahr, oder? Das ist richtig. Es war war nicht falsch. Du warst nicht falsch. Ja, das ist die Frage, wann du das Bild gemalt hast. Das Bild wurde im Januar gemalt. Wann? Im Januar. Im Januar dieses Jahres? Ja. Das heißt, vor der Olympiade. Genau. Zu einer Zeit, wo das ein umstrittenes Projekt war. Ja, weil man hat ja auch gesagt, da geht viel Geld rein. Möglicherweise liegen diese ganzen Sportstätten nachher brach und rotten vor sich hin. Vielleicht könnte man das Geld anderweitig in Brasilien investieren, besser anlegen. Ja. Wie siehst du es heute? Ich sehe so, dass Sport ist sehr wichtig in dem Menschenleben. Mhm. Und für mich hat was bewirkt in Brasilien. Okay. Die Bevölkerung hat sich ein bisschen beruhigt, sie hat was Schönes erlebt. Die ganzen Freunde der Sportler, das ganze Problem sind da. Hat sich das auf die Bevölkerung tatsächlich übertragen? Ja. Oder sind das nur wenige aus der Bevölkerung, die das erleben durften? Nein, auch die, die das nicht live erlebt hatten, hatte in der Stadt auch die Gelegenheit gehabt, diese ganzen Freunde zu partizipieren.
Das war so, dass ich habe Freunde in die Favelas, in den Bergen. Ich habe Freunde auch in der Reichsstadtteil. Ich habe auch Freunde in Politiker arbeiten. Also ich habe, und dann viele hatten mir berichtet, ich habe ja durch mein Facebook viele Fotos, viele Gefühle, viele Aktionen gesehen. Ja. Und das war für mich, dass doch hat was erreicht und wir, das Land hat irgendwie einen Moment von Glück erlebt. Ja. Weil vor der Olympiade war noch den Traurigkeiten über das Leben, über die Politik, über die ganze gesamte Situation. Und irgendwie, man braucht diese Oasis der Ruhe, irgendwie ein Break. Und ich glaube, die Olympiade hat diese Break gemacht. Ich habe viele mit meiner Familie, auch mit Freunden gesprochen. Und am Ende, keiner kritisiert mehr. Ja. Nee, die denken, die sind ja auch glücklich, weil es gab auch Athleten aus Brasilien, auch aus anderen Stadt, die sich auch profitieren hatten, die auch die Medaille bekommen hatten, wo keiner Werte gelegt hatte. Leute, die aus kleinen Dorf kommen. Es gab wohl auch so ein paar kritische Geschichten, nicht? Da gab es ja teilweise dann die so gibt's, die gab Pfiffe, die wenn gibt's. Dann andere angetreten sind, die vielleicht dann auch etwas besser waren als der brasilianische Bewerber. Ja. Da hat man dann gesagt, naja, das ist unfair. Unfair. Wir haben den olympischen Gedanken gesagt, dabei sein ist alles genau. Und so. Das ist aber wie im Leben. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein brasilianisches Problem. Ich glaube, das kann dir überall passieren, oder? Ja, das passiert. Ich glaube schon. Ich glaube, sogar hier schon passiert. Oder gibt es die Hooligans? Ja, und dann gibt es in England oder gerade in Paris bei Europameister gab auch großes Problem. Ich glaube, Russland und andere Länder. Also, ich glaube, das ist in dem gleichen Niveau. Die gleiche ja, natürlich haben wir auch das Russland. Also wir haben natürlich auch das Problem mit dem Doping. Ja, genau. Dass das in einigen Staaten offensichtlich unterstützt wird von der Politik, die sagen, wir dopen unsere Sportler. Richtig. Und das war ja auch mit Russland das Problem das war, bei der Olympiade. Ja. Alessandra, wie empfindest du das oder wie hast du das wahrgenommen in deinem Umfeld, Olympiade in Brasilien? Da waren, also in meinem Umfeld waren viele sehr skeptisch wegen dieser ganzen Situation, aber Sport ist nachhinein waren alle sehr begeistert und auch die gesagt haben, ich gehe nicht hin, haben schöne Fotos gemacht und waren doch dabei. Ja. Ich war nicht da. Ich war in Deutschland. Ja. Ich wäre gerne da gewesen. Terrormäßig ist nichts bekannt. Da ist keine passiert. Gewaltgeschichten sind eigentlich nicht so passiert, nein, im Zusammenhang nein. mit der Olympiade, was man ja befürchtet hätte haben können oder auch sicherlich befürchtet hat. Die Sicherheitsbehörden werden sich damit befasst haben. Das ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Genau. Da gab es keine Ereignisse. Ich bin stolz auf EU. Ja, du, genau, jetzt kommst du natürlich auch. Aus Carioca, ich bin total stolz auf EU. Ja. Wir haben es geschafft und das war schön. Ja, es war sehr schön. Und auch deine Freunde, Verwandtschaft und so weiter in der Heimat sagt, das war gut für unser Land. Ah ja. Oh ja? Ja, total. Würde man wieder so machen? Ja. Auch das viele Geld investieren? Das kommt jetzt die Paralympiker, ne? Wir sind noch nicht drauf. Paralympisch war schön. Die kommt jetzt 5. September. Ja, aber wir haben jetzt Dezember. Oh. Das ist eine Weile her. Ja, genau, das war. Das ist eine Weile her, liebe Jo. Nein, es ist ja klar, wir zeichnen die Sendung auf und auch wenn wir hier mit Weihnachtskranz sitzen, müssen wir natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ne? Wir sitzen hier im Sommer und spontan drehen die Wintersendung. Und im Winter drehen wir dann die Sommersendung. Kann passieren. Ruhig passieren. Ich glaube, du bist Weihnachten in der Heimat, nicht? Du gehst im Dezember nach Brasilien. Ja, genau. Mit dir hätten wir gar nicht drehen können. Ich glaube, du gehst inzwischen auch nächste Woche, jetzt wie gesagt Sommer, aber ich packe in der Woche schon. Bist du auch schon weg, nicht? Ja, ich packe schon. Und Joe bleibt in Deutschland? Ich bleibe Dezember hier und dann zum Karneval, dann fliege ich. Ach so. Also ihr seid wirklich immer alle regelmäßig da drüben, das ist eine tolle Geschichte. Joe, ich weiß, dein Sohn ist Trompeter? Und Bassspieler. Und Bassspieler, das heißt, da hat sich so ein bisschen dieses künstlererische Talent schon weiter vererbt? Von meiner Opa hat er vererbt. Von deinem Opa? Meine Opa hatte Oboe. Und er war auch Chef der Sinfonie unserer Geburtsstadt.
Genau, und dein Sohn ist auch viel in Brasilien gewesen. Ja. Weil auch als kleines Baby, er ist jetzt erwachsen, nicht? Ja, immer und 4 Monate in Brasilien. Ja. Früher, bis der 5. Jahr war in Brasilien. So, nun fragt man sich natürlich, was ist mit deinem Mann? Das Tolle ist nämlich, du bist glücklich verheiratet. Ja. Also immer noch mit dem Mann, mit dem du damals eben diese Ehe eingegangen bist. Da hast du gesagt, ja, ich habe mir das lange überlegt. Ich habe mir das gut überlegt, hast du mir gesagt. Lange, ja. Und, so heiraten muss man lange überlegen. Genau. Und das war gut, dass du es überlegt hast, denn es funktioniert immer noch. Ja. Nach relativ 23 Jahren. Jahre. 23 Jahre. Genau. Das heißt, du würdest es natürlich wieder machen. Ihr würdet euch wieder füreinander entscheiden. Ja, das vielleicht ist ja schon mal... müssen wir noch in der Kirche heiraten. Ach, das habt ihr noch nicht gemacht? Ja, warum wird denn nicht? Zeit genug war doch. Ja, der jetzt stellt sich die Frage, was macht dieser Mann beruflich? Er muss ja wahrscheinlich Künstler sein, denn er war in jungen Jahren in Brasilien. Er ist mit dir wahrscheinlich auch immer nach Brasilien gegangen, wenn ihr drüben wart. Er wird dich begleitet haben. Dann ist er wahrscheinlich Künstler und malt tolle Bilder in Rio oder sowas. Oder? Nein, aber der ist in der künstlerischen Bereich. Der ist ein Kulturjournalist. Aha. Ja. Das heißt, er schreibt wunderbare Artikel, Kunstkritiken über seine Frau. Nein, und über die Frau groß nicht. Raus. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, wir fühlten so also einen getrennten Weg dabei. Achso, ihr seid also nicht Künstler, geschäftlich verbandelt? Mit der Arbeit nur mit der Agentur. Aber meine, also die macht ihr gemeinsam? Ja, meine Kunst ist getrennt. Ich wollte gerne selbst alles führen. Du maltest aber auch schon als Kind? Ja. Also es ist keine neue Geschichte jetzt, die nein, in der nein. Karriere am Ende jetzt, also jetzt quasi für heute passiert ist. Nein, das war immer so. Das lief immer so ein bisschen parallel, aber jetzt ist da der Schwerpunkt drauf. Ja. Also ich Samba-Tanzen ist nicht mehr? Nee, das war eine kurze Zeit in Deutschland. So. Das hat man, man sucht Job, man sagt, ich bleibe hier in Deutschland. Ja. Und wenn man unabhängig bleiben will, ich wollte mein eigenes Zimmer, mein eigenes Leben. Mhm. Und dann habe ich Leute kennengelernt. Denn Tanzgruppe gehabt hat und habe ich ein paar Auftritte gemacht, aber nicht so lange, so 1 Jahr oder so, 2 Jahre. Ja. Ansonsten, man sieht, das ist nicht mein Weg. Und dann dabei. Gabriele, du bist hauptberuflich Fotografin, du verdienst ja mit deinem Lebensunterhalt. Ja. Also das funktioniert. Ja, sehr gut. Und was für Fotografie, also mit welcher Fotografie verdienst du das? Ist es jetzt die Kunst? Nein, oder überhaupt ist die Kunst nicht. Ein Teil deines Lebens, aber genau. Du verdienst zum Beispiel mit Reportagefotos oder Werbefotos dann Geld. Ja, Events, Porträt, alles möglich, ne? Okay. In Fotografie, also in diesem Bereich, es gibt schon Möglichkeiten und muss man nicht nur Kunst machen, ne? Es war aus Kunst gedacht und sie waren also ganz, ganz bunte, ne? Ganz normale Fotos vom Rio. Bunte, also Rio ist doch eine bunte Stadt. Und das war so schwer, dieses Projekt mitzumachen, weil die wollen das unbedingt schwarz und weiß haben. Ach so, was du uns mitgebracht hast, ist ein Projekt. Das war die Projekt, das ich mit Joe gemacht habe. Das war unser. Was war das für ein Projekt? Da kommen wir in dem Levante Haus. Nee, das war eine Ausstellung. Ausstellung, genau. Ja, genau. Und das Projekt? Das war extra für die Ausstellung gemacht. Ja. Ach, das habt ihr extra produziert? Ja. Extra, genau. Und deine Bilder, waren das die Bilder im Levante Haus? Nein. Doch. Ja. Auch. Aber die sind ja nicht schwarz-weiß. Die sind bunt. Die sind bunt, genau. Das soll ein Kontrast, also sollte... Die wollten einen Kontrast machen zwischen Malerei Fotografie. Und Fotografie. Die Fotografie schwarz-weiß und die Malerei in bunt. Richtig. Genau. Jetzt habe ich verstanden. Aber das habe ich nicht so gerne genommen, deswegen konnte ich ein paar so mischen. Das wäre schön. Ein kleiner Kunstgriff. Genau. Ja. Das hast du da so reingemogelt. Ja, genau. Das hat keiner gemerkt. Weil doch. Die Farben waren... Doch, weil alle hatten sehr schön. Also das Bild wurde auch hochgelobt. Und das war das Publikum fand wunderschön. Und ich finde auch hervorragend. Wart ihr beiden die Einzigen, die ausgestellt haben? Oder war es eine größere Gruppe? Nee, nur wir beiden. Nur ihr beiden? Ja, genau. Okay. Das war auch über Rio. Das Thema war genau Rio. Ja. Ne? Die Stadt in Bewegung und so weiter. Ja. Das
das war die, also die Ausstellung war da darüber. Und also wie gesagt, musste ich alles in Schwarz-Weiß stellen. Ne? Mhm. Sie sind nicht das, so. Das heißt, ihr kanntet euch vorher oder habt ihr euch im Rahmen? Sie hat mich eingeladen. Danke nochmal. Ja, wir haben uns kennengelernt schon 2014. Ja. Und sie in hatte, Hamburg? In Hamburg, genau. Okay. Und sie hatte, ich habe eine Event hier in Hamburg gemacht bei der WM. Mhm. Und da hatte Gabriele hatte auch Fotos für mich gemacht, Fotos und Filme. Okay, so bei der Miss Copa Brasil. Genau. Ja. Und dieses Jahr, als ich aus Brasilien kam, sie ruft mich an und sagt, ja. Oh, es gibt diese Ausstellung, Projekte, dann vielleicht klappt das, wir beide zusammen, Foto und Malerei und ja, das war schön. Danach habe ich auch weiter bei die Autona, die nette Leute vom Autona Photo Company, ne, das ist in der Königstraße, sie machen auch super Arbeit bei Drucken, da habe ich auch meine Bilder gehängt. Okay. Mhm. Also man kann deine Bilder in Ausstellungen in Hamburg bewundern. Genau. Wahrscheinlich findet man die Termine für solche Ausstellungen auf deiner Webseite. Genau das. Und bei Johann wahrscheinlich genau dasselbe, ne? Oder? Ja, ich habe jetzt eine Einladung für eine Ausstellung für Ende September in Hamburg, aber ich will noch nicht verraten, weil es noch nicht sicher ist. Ja, ja. Es ist alles in Gang. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im Dezember, wissen wir das theoretisch. Aber da können wir natürlich verraten. Ich habe vorhin gesagt, du hast am 11. Dezember Geburtstag. Gehabt. Und scherzhalber, ich wollte dich ja fragen, was hast du denn zum Geburtstag gekriegt? Nicht? Wir sind natürlich jetzt im August und das wäre ja gar nicht möglich, dann zu sagen, wie das ist. Also, klar, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, die Leute zu Hause sagen, was reden die da? Die sind im Dezember angekommen und die Premiere dieser Sendung ist tatsächlich am 19. Dezember. Da wir das aber im Sommer drehen, sagt Joe Hein jetzt natürlich, ja, ich habe da was im September vor. Ja, das ist 2017. 2017? Ja. Das hast du nicht gesagt. Du hast nur vor September gehört. So kann es gehen. Muss in die Jahre im Fernsehen, ja. Liebe Alessandra Santana, der Wahnsinn, ein Wahnsinnsname, also mit so einem Namen kann man ein Modelabel aufmachen. Na? Alessandra Santana, das ist doch ein Modelabel. Mode, ja. Ich würde das glatt kaufen, wenn, wenn du, aber du machst ja keine Herrenmode. Nein, noch nicht. Noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Was hast du denn nun eigentlich gemacht, als du dann da angekommen bist in Stuttgart? Theater, Samba, Tanz und all diese Dinge. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen bis zur Gründung des Modelabels. Irgendwas musst du ja zwischendurch auch getrieben haben. Ja, ich habe auch gemodelt und ich war oft in Veranstaltungen, die auch mit Mode zu tun hatten. Und deswegen war ich immer in diese... Also du warst immer in dieser Szene drin, in dieser Mode- und Model-Szene und so. Das ist so der ganz übliche Weg, den eine Brasilianerin geht, wenn sie nach Deutschland kommt. Sie modelt, ihr beide zumindest, bei dir ist da nichts überliefert. Nein. Aber naja, das ist wegen der Füße, weil auf dem Laufsteg stolpern wir beide über so Füße. Ich finde, das ist ein bisschen Klischee. Oh. Naja, also ich meine, ja. Klischee hier bei uns ja heute Abend auch. Ja, du hast Glück gehabt. Zwei Models, eine Fotografin. Ja. Also Klischee pur, oder? Glück gehabt. Ja, klar. Ich meine, aber nee, es stimmt ja auch nicht so ganz. Wir hatten ja noch einen Herrn eingeladen. Wir haben ja nicht nur, ich will ja auch nicht, dass ich klischee-mäßig der in so eine Schublade komme. Das weiß ich nicht, ich kenne den Menschen gar nicht. Silvi besorgt unsere Gäste. Ja. Ich kann dir das nicht sagen. Sie hat mir gesagt, sie hat einen ganz tollen Künstler und zwar kam der über Joe. Dann stellte sich raus, der erste Kandidat ist gestern verreist, glaube ich. Also einen Tag vor den Dreharbeiten ist der irgendwohin verreist, ich glaube nach Portugal, nicht? Ja. Dann ist, gab's, dann hatte Joe natürlich einen Ersatzkandidaten. Nett wie sie ist, hatte sie noch einen Künstler. So, der hat eine Stunde vor der Sendung, also bevor wir hier aufgezeichnet haben, gesagt, ich bin krank. Und dann habe ich gesagt, dann ist mir jetzt alles egal, ich brauche jetzt irgendwie noch einen dritten Menschen. Aber ich brauche natürlich einen Brasilianer. Warum? Ich habe eine brasilianische Sendung vorbereitet. Ihr erinnert euch, Sonnenbrille
und so weiter. Jetzt kann ich ja da nicht einen Deutschen hinsetzen oder irgend sowas. Und sofort zwei Worte. Und sofort, und das muss man sagen, das ist die Flexibilität, die ich schätze, ja, dass das funktioniert hat. Wo funktioniert denn sowas? Ich kann es immer noch nicht glauben. Blitzartig warst du hier im Studio. Wir drehen ja mehrere Shows am Tag und ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Ich sah da nur auf einmal jemanden und sage, hallo, wir besuchen den Cosmo und so. Und ja, Alessandra, ich sage, hallo, Alessandra, schön, prima, und geh weg. Und sage, ey, Mann, wo ist denn unser dritter Gast? Und da war es Alessandra. Nicht? Also wie das im Leben manchmal so geht. Ich finde es toll. Also so diese Brasilien, Flexibilität. Ne? So ist Brasilien. Ja. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Freundlich, spontan. Genau. Und es funktioniert. Ja. Wir improvisieren das Ganze. Aber so ist Künstler auch, ne? So, Künstler sind so. Ist das mit der Kunst? Ja, naja, gut, die anderen beiden Kandidaten, die nicht gekommen sind, die waren ja die auch sind Künstler. Nicht zuverlässig. Aber das ist leider sind die weg. Oder der eine zumindest, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass er krank ist, aber vielleicht hat er auch Angst gekriegt oder so. Ne? Kann ja auch möglich sein. Man weiß ja, vielleicht sind die krank. Ne? Ja, ich will da gar nichts, dem gar nichts unterstellen, aber zumindest ist er nicht da. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ganz, ganz tolles Kompliment, dass du das hingekriegt hast. Nun hast du gemodelt. Also sind wir ja wieder bei diesem Klischee. Ne? Also in Brasilien, die sind alle so hilfsbereit, die sind alle so spontan, die sind alle so fröhlich und freundlich. Wir haben eine nette Atmosphäre hier. Ne? Und die kommen nach Deutschland und sie sind Modell und dann sind Samba. Ja, wir sind nicht Modell. Genau. Ja, oder Fotografen. Also eins von beiden. Vor der Kamera, hinter der Kamera, irgendwie sowas. Alle sind Künstler natürlich. Ja, das sind Kunst. Und wenn man Mode präsentiere oder man ist, wenn man jünger ist, da gibt es immer diesen Traum, ne, den man auch ein Model sein wird und dann wird sowieso abgehackt, weil dann wird man dann dieses Studio weitergemacht. Und hier in Deutschland ist das, man Menschen, Leute sieht, es ist eine schöne Frau und ich möchte gerne, dass sie mein Produkt verkaufen. Und so war, also bei mir war ein Zufall. Ich wusste auch nicht, ich bin kein Model, ich war auch kein Model. Ich bin geworden durch einen Tee. Ich habe einen Tee präsentieren in einer Kostüme, also eine lange Rocke, große Hut. Das ist aus einer Region aus Brasilien eigentlich. Das ist eine deutsche Region, wo nur deutsche Vorfahren und das sind deutsches Volk. Das sind drei Städte in Brasilien, die ein deutsches Volk besitzen. Und normalerweise, diese Fotos sind von einer blonden Frau gemacht. Mhm. Und der Produzent sagt, ich möchte die haben, weil die schön aussieht in dieses Foto. Und ich habe auch gesagt, ich habe eine blonde Freundin, die für sie das Foto machen kann. Mhm. Also ich bin Model als Zufall. Also du wärst quasi Klischee zu sein, für deine blonde Freundin. Genau, ich bin zurückgetreten, weil Daria kommt genau aus dieser Region, kennt sich gut aus. Ich wusste nicht einmal, wie kann man einen Chimarrão trinken. Und das muss ich einen Chimarrão trinken. Und, aber die ganze Crew hat gesagt, wir möchten dich haben. Und ich dachte, okay. Und die hatte super bezahlt und das war eine Kampagne. Die hatte ungefähr zwei, drei Jahre habe ich noch profitiert. Und hatte einfach Fotos von dieser, meinen Fotos bei Chimarrão trinken. Mhm. Und ja, das war eine schöne Geschichte. Und das war auch eine sehr gute Erfahrung, ohne dass man sich vorbereitet oder wollte. Ne? Mein Weg war anderer. Ich wollte mein Studium machen. Und dabei kommt diese Arbeit. Man freut sich. Ja. Man freut sich, dass du sagst, auch, dass jemand sagt, du bist wunderschön. Ich dachte, ich war hässlich. Und kommt die Leute und sagen, doch, du bist wunderschön. Ja, das ist eine Entdeckung. Das ist ein bisschen Fishing for Compliments, also dass du dich für hässlich gehalten hast. Komm, da kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ne? Ja, also, das ist mein Gefühl. Ne? Das war mein Gefühl. Also sind wir wieder beim Klischee im Grunde genommen, wenn man als deutscher Mann hört, Brasilianerin. Ja. Also, man weiß ja auch so Körperkult. Ne? Ja. Brasilianer, die haben alle einen tollen Körper, eine tolle Figur. Aber nicht nur die Frauen, auch die Männer. Ne? Muskulös und all diese Dinge, also durchtrainiert, Ipanema Beach und so. Ne? Also, hör mal, das ist auch ein Image, das du transportierst. Ich transportiert, aber ich wusste nicht, dass ich Model war. Eigentlich ein ganz anderes. Und bevor die Sendung gleich zu Ende geht, muss ich unbedingt noch mal von dir wissen, wie ging das jetzt? Also zwischen Samba-Schule Stuttgart, Hamburg, Mode, da war ja noch irgendwie ein bisschen Zeit. Fitnesstrainerin und Sport. Aha.
Sind wir wieder beim Klischee, Kinder, das glaubt uns kein Mensch. Da sage ich noch alle, ja, das ist ein abgekatertes Spiel, auch das mit dem Einspringen, das stimmte gar nicht. Wir haben das ein halbes Jahr vorher vertraglich fixiert. Das glauben wir denen alles nicht, oder? Glaubt uns keiner die Geschichte. Das ist aber wirklich wahr. Wir schwören Stein und Bein, oder? Ja, natürlich. Ja. Warum nicht? So ist es gewesen. Ja, dann Kinder gekriegt, also deutschen Mann, Kinder, zwei. Kinder sind aus dem Haus wahrscheinlich und ja, du hast gesagt, fast. Jetzt mache ich Mode. Ja, genau. Also einfach aus dieser Überzeugung heraus, nochmal künstlerisch dich zu entfalten. Ja, habe ich immer. Wolltest du damit machen? Ja, immer machen und jetzt habe ich viel Zeit. Langeweile totschlagen. Nein, Langeweile habe ich nicht. Aber, aber viel Zeit heißt also, du nutzt diese Zeit sinnvoll. Ja. Und es gibt diese Mode schon. Genau, man kann sie auf deiner Webseite sehen. Oder stelle ich das mal? Ich habe da noch nicht drauf gucken können, weil wir kennen uns jetzt gerade eine Stunde. Ja. Und man kann auch Modeschauen erleben irgendwo? Ab 2017. Das wird alles auf meine Seite. Klasse. Sind jetzt quasi kurz vor 2017, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, nämlich im Dezember. Ja. Und dann wird es auch ab und zu mal wiederholt und so. Also da kann man dann unbedingt auf diese Seite gucken, die da wie heißt, wenn du es jetzt nochmal sagst? Santanasmode.com. So, da können wir das angucken. Deine Seite, relativ leicht zu merken. To die for photo. Die. Vor Foto und die To und die Vor eben die Ziffern. Ne? Genau. Punkt? Com. Com. Und das war ganz einfach. Ich will die Info haben über Joe Hein. Ja. JoeHein.info. Ganz genau. Klasse Geschichte. So, ja, nun sind wir fast zu Ende. Man kann sagen, mit dieser Sendung ist es wie mit diesem Jahr, ne? Es geht zu Ende. Rückblickend kann man auch sagen, dass es auch mit vielen Mitmenschen in diesem Jahr zu Ende gegangen ist. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und den Toten mit einer Gedenksekunde gedenken. Wir können auch eine Gedenkminute einlegen. Da reicht die Sendezeit nicht für. Jetzt also Gedenksekunde. Los, Stopp, Danke. Das war unsere Gedenkminute. Tita hat gesagt, wenn du Witze über Tote machst, dann bist du für uns gestorben. Was ich also niemals sagen würde, ist Folgendes. Für die musikalische Untermalung sollte heute James Last mit seiner Big Band sorgen, sozusagen mit einem Very Last Konzert. Aber der Mann ist schon verstorben. 2015 war das. Schade. Statt Big Band haben wir folgerichtig und zum Inhalt dieser Sendung passend die brasilianischen Philharmoniker eingeladen. Passt auch zur Elbphilharmonie. Zu ihnen gehören alleine 200 Solisten. Ja, in Brasilien ist alles etwas größer, wie man hört. Also zum Beispiel die Oberweite der Ladies, die Muskeln der Männer und die Big Bands dort sind echte Big Gang Bang Bands. Statt Big Bang Theory beim Sender Tide Big Bang Practice. Die Regie sagt mir gerade, dass die brasilianischen Zuckerhut-Philharmoniker noch im von ihnen vollbesetzten Airbus A380 im Endanflug über Hamburg kreisen. Schade, es wäre so schön gewesen. Ja, heißt das also Abschied nehmen. Das war's mit dem Jahr 2016. In 2017 gibt es viele tolle Dinge in Brasilien, in Hamburg, bei den Brasilianern in Hamburg und bei den Deutschen in Brasilien. Wir freuen uns drauf. Ich bedanke mich bei Gabriel dos Santos, bei Santana Alessandra ja, und natürlich bei Joe Hein. Toll, dass ihr da wart. Danke, Alessandra, dass du eingesprungen bist. War super. Dankeschön und Feliz Natal, ne? Feliz Natal.